weiter in diese wunderschöne Welt hinein. Ich habe mir noch ein neues SMG gekauft für viel Geld, das wahrscheinlich nicht auszahlen wird. Das werden wir gleich sehen. Ah, das ist okay. Das ladet lange nach. Aber es ist okay, wenn ich einhändig schießen kann. Hallo kleiner Haifisch, wo rennst du denn hin? Ins Nichts und in den Tod. Das Gefährte hat schon wieder nicht fahren lassen. Und er wird gleich ein Tornado fressen. Extra Eis und Gift. Nice, gute Arbeit. Gute Arbeit, Team. Get ready for the next round. Of next round of farts. Tornado hat sich die neuen Gegner schon gesucht. Nee. Oh, das ist doch Overkill, Pilzgefährte. Dann verwirrst du es auch. Abends lachen mit ihm Tote. Erzählen wirklich keine Geschichte. Du hast mir gerade eine Geschichte noch erzählt als Tote. Okay, jetzt reicht's auch mal. So viel brauchst du hier nicht herumschreien. Oh. Oh, die Stimme ist wieder zurück. Ein bisschen. Ein bisschen Morgenstimme habe ich noch. Aber ich mag meine Morgenstimme sowieso mehr. Wie kannst du es wagen? Habe ich dann fast zerbrochen. Ich nehme alles. Nimmst du auch alle Männer? Sorry. Der Tod ist das einzige Abenteuer, das wir. Jetzt kannst du dein Todabenteuer erleben. Lucky you. Lucky you. Musst du wahrscheinlich rauf, also wenn wir unten mal ein bisschen spazieren. Aber Haifische töten. Das snappt mich. Wenn wir zurücksnappen, das ist besser. Welpe! Ah, nichts lieber als Welpen killen. Das Sturmgewehr kann auch schon langsam mal ausgetauscht werden. Hallo Pilzgefährte. Was geht ab? Tanzen wir eine Runde mitten im Feld, um unsere Dominanz zu beweisen. Wir müssen ja nicht immer putzen, um unsere Dominanz zu beweisen. Oder Pilzgefährte? Oder? That's it. Spannend. Du wirst nach Putz stinken in deinem Ableben. Mutter wird dir niemals vergeben für das. Sorry. Sorry, kleine Medusa. Putz. Oh, okay. Oh, wo muss ich hin hier rüber? Ich bin zwar erkundungsfreudig schon. Will doch nur erkunden in Spielen. Oh, Fallout 76 wäre das perfekte Spiel für mich gewesen. Weil ich so viel auf Erkunden stehe. Aber irgendwie haben sie selbst das Erkunden langweilig gemacht. Und ich habe nie die Kampagne durchgespielt in Fallout 76. Irgendwie habe ich dann schon Lust verloren, genau. Obwohl ich ein großer Fallout-Fan bin. Ich weiß nicht, wann dieser Teil rauskommt, aber falls ihr mein Permadeath Let's Play euch angeschaut habt, da habe ich schon versagt zum zweiten Mal. Bin wieder gestorben. Und das nächste Permadeath Let's Play wird in Deutsch sein. Es gibt doch weibliche Skelette. Schnapp dir Pukis Halsband. Sofort! Ein Bitte wäre nett. Ich warte. Ich warte auf das Bitte. Ich habe Zeit. Wo ist mein Bitte? Wo ist mein Bitte? Nein. Okay, du gewinnst. Passt perfekt. Und jetzt bring es zurück. Was sonst? Wie dumm!
Ah. Der erste weibliche Skelett und es ist... Du wirst jetzt mein Kind Gassi führen und ihm helfen, sein Geschäft zu verrichten. Okay, wenn du einen Fehler machst, wirst du leiden. Oh, ah, ja. Puki, Tante Anke hat jemand für dich gefunden. So ein feiner Kerl. Ja, das bist du. Leg jetzt das Halsband an. Hallo, Puppi. Du wirst mein neuer Gefährte. Hat das Ding gerade gesprochen? Das war das Halsband. Hast du etwa noch nie ein verzaubertes Halsband gesehen? Ha, ah, weg von meinem Blitzgefährten. Wie kann ich dich streicheln? Dich. Das ist nicht sehr wählerisch. Streichel ihn. Zeig ihm, dass du ihn magst. Ich streichle nur Blitzgefährten. Ist das Puppi? Auf meinen Blitzgefährten anzuknabbern wollen. Ich liebe dich! Oh, okay, du übertreibst das. Oh, Pookie. Ich hab nämlich Verbindungsängste. Ist so süß. Okay, Zeit zum Gassi gehen und achte auf Streuner. Wohin rennst du? Ob ja, er geht selber Gassi. Okay. Kleiner Pookie. Hör auf! Bindungsängste. Ab mit dir. Tob. Er wird bald sein Geschäft erledigen müssen. Sorg dafür, dass er nicht gestört wird. Der Stress kann er sich nicht erleichtern. Muss Geschäft machen, voll mit Kaka, muss alles raus. Oh, es scheint zu weit zu sein. Pass gut auf meinen Puki auf. Lasst Puki in Ruhe, ihr Bastarde! Na los, husch! Ihr habt's gehört. Husch! Was auch immer das heißt. So, Pilzgefährt hat auch Puppe gemacht. Verdammt, wo ist der Kleine? Weiter damit. Weg mit euch, bösen Hain! Oh, der hat was gekoppt. Nein, nicht angreifen. Lass mein Bub in Ruhe, verdammt. Ah, ich glaube, ich hätte mein Geld ausgeben sollen für diese Waffe. Warte, kleiner Puppi. Hat Puki Schatzi ein Geschenk für Mama hinterlassen? Heb es auf, sofort! Nein, ich hab Goldloot gesehen. Das habe ich auch. Twister des Schnitters. Ist das ein weiterer Tornado? Was war das für ein Dreck? Nein, cool. Zeig es mir nochmal. Hallo, kleiner Puppi. Warte, kleiner Puppi. Ich hab was für dich. Auf meinen Blitzgefährten zu knabbern, verdammt! Was verdammt doch mal ist das für ein... Oh, hey! Es ist Pookie Babys bester Freund, Ball. Er liebt es, das Teil zu verschlucken. Vertrauen, er wartet nur der Tod. Ach, goldene Kugel. Du Glückspilz! Ja, ich darf Puppi spazieren gehen. Was für ein Glückspilz. Verdammter kleiner Puppi. Oh, Glücksball aufnehmen. Warte! 147 Mal habe ich den Anus meines Meisters durchquert. Bitte, töte mich! Worauf wartest du? Gib Puki seinen Ball zurück. Yeah, Puppi. Nein, nicht nochmal. Was habe ich nur verbrochen, um das zu verdienen? Ich kann nicht dahin zurückgehen. Ich kann nicht. Jetzt ist es Zeit für Puki, den Park zu besuchen.
Du magst den Park, nicht wahr, mein kleiner Kuschelwuschel? Also zack! Verdammt. Hey, schwimmen! Ich will nochmal streicheln. Ah ja. Toll. Weiter, weiter, du bist kein Pokémon. Wir haben keine Zeit für das. Hör auf zu tanzen. Nur Pilz gefettet auf tanzen. Yay! Ah, cooler Typ. Und auf meinen Pilzgefährten dann zu knabbern. Du bist nicht mein Lieblingshaustier. Was? Ist das ein Seebach-Welpe? Schaff das wie hier weg! Ja! Der Park ist für Krabbenvolk, du Idiot! Sieht das hier aus wie ein Aquarium, oder was? Ja. Ich spiele gern mit seinen kleinen Freunden. Aber pass auf, dass es nicht zu wild wird. Er ist ein empfindlicher Junge. Seht euch nur diesen dummen Welpen an, der denkt, er könnte hier einfach so hereinspazieren, ohne dass wir was dagegen unternehmen. Das ist eine Beleidigung. Jawohl. Jawohl. Seewag, Leute! Meine Güte! Oh, diese fiesen Kerle! Psst. Hey, du! Auf Pokis Halsband ist eine klitzekleine Rune. Triff sie für mich. Spielzeit, Poki! Oh! Oh nein! Es ist Poki! Das kann nicht sein! Auf den... Warum kann das nicht sein? Durchaus. Es ist ganz wortlustiger Seemann. Du wirst mit der Flut rausgespült. Niemand! Hey, das ganze Fleisch macht dich nur zu einem Saft. Jetzt haben wir schon ein dreiermagisches Team. Drei Gefährte. Kann ich Pookie behalten? Ich will Pookie behalten. Krabben am Abend, der Krieg ist tot labend. Baby ist ein komischer Chaos. Ist das, wenn dann Schalt explodiert, das Ding? Ich weiß nicht, ob der goldene Zauber es wert ist. Weg, Pookie. Und dann. Okay, ich übernehme von hier. Okay, Pookie Mausi. Das war genug Spaß für heute. Komm wieder nach Hause. Du hast nicht gehört. Bring ihn heim. Im Sterben sagten diese Krabbenparktypen irgendwas davon, dass Pookie eine Legende sei. Was hat es damit auf sich? Wenn du den Begleitroman gelesen hättest, würdest du es verstehen. Ja, ich hab ihn gelesen. Was? Wann? In den letzten 0,3 Nanosekunden. Oh, und wie war er so? Überraschend bewegend. Bring Pookie nach Hause, der bringt sich selber nach Hause. In der Zwischenzeit kann ich darüber von der Karte her. Verdammt, da ist ja riesig. Dann wird irgendwo eine goldene Kugel sein. Riecht es ja auch. Goldene Kugeln. Brauche ich sie. Mein Leben. Lass mich die goldenen Kugeln finden und erkunden. Oh Mann! Sie wird dich umbringen! Oh. Ich will doch nur ein bisschen schwimmen gehen. Goldene Kugel? Sag bloß nicht. Brokkoli, verdammt! Wirklich? Nichts? Oh. Erkunden hat sich nicht ausgezahlt. Ah, dann bringen wir halt Pookie nach Hause. Ah. Vielleicht können wir Tante Anka töten und Pookie mitnehmen. Dann sind wir ein Dreierteam. Er würde fast gut hineinpassen. Natürlich wäre immer die zweite Wahl. Nach Schildgefährten. Schildgefährten? Pilzgefährten. Was ist ein Schildgefährte, verdammt? Sorry, Pilzgefährte. Ich hoffe, du hast es nicht gehört. Was hat denn da so lange gedauert? Jetzt ist Fütterungszeit. Schalte sein Halsband wieder ein, damit er wie ein großer Junge fressen kann. Er wird doch nicht mich fressen wollen, oder? Los, friss!
Er wird mich fressen wollen. Oh, ja. Bis das, Pfütze. Bis Pfütze, Pookie. Hey, lass ihn in Ruhe. Er wollte dich nur bei lebendigem Leibe fressen. Aber gut. Ach, okay. So viel zum Abendessen. Nimm ihm das Halsband ab. Wie mache ich das? Reißt der Pookie das Halsband runter? Dann. Pookie. Halsband. Ja. Nein. Hör auf. Nahkampf runter. Stopp. Zeit. Oh, er will noch immer Puff. Junge. Nur zu dir. Bring das Halsband dorthin zurück, wo du es gefunden hast. Du dämlicher Arschkriecher. Ah, wenn ich dich töten könnte. Worauf wartest du? Auf einen Keks? Runter von meinem Grundstück, du Flachzange. Und komm gern wieder vorbei, um mit Pookie zu spielen. Ja? Pookie! Aha, okay. Da waren doch noch Missionen hier. Begib dich zu. Oh, verdammt, ist das riesig. Das sind doch auf jeden Fall noch Missionen hier. Tempel des Glaubens. Schillerauge für. Schillerauge für wie das. Muss ich noch einen Weg hier rauf finden? Ich glaube, hier drüben ist er. Nein, wir haben keine Zeit, mit anderen Viechern zu spielen. Wir wollen Richtung Füllerauge für. Füllerauge für. Nein. Nein. Dieser schwarze Fleck. Ah, okay, es zieht Gegner rein. Und dann? Ich glaube, es ist nicht wert. Wo willst du hin? Ja. Du bist dann im Nachhinein noch getrauert um ihren eigenen Tod. Gefühl wird da gehängt. Ich habe gerade gerülpst und hier drin gibt's keine Lüftung. Ich hätte vor meiner Festnahme keine Leber mit Zwiebeln essen sollen. Vorsichtig, sonst putzt der Pilzgefährte noch hier rein. Bist du Phil? Ich will dir helfen, solange du zahlst. Echt jetzt? Oh, du wunderbarer was und wer auch immer du bist. Hör zu, ich sitze hier drin echt in der Scheiße. Die hiesigen Piraten halten mich aufgrund meiner Stimme für böse. Und weil ich in einer Höhle lebe und Magie wirke und unter sozialer Phobie leide. Sie werden mich töten, wenn mich nicht ein Piratenanwalt vor Gericht verteidigt. Ich bin aber kein Piratenanwalt. Pah, absolut jeder kann Piratenanwalt sein. Sag einfach, Ahoi! Ich bin ein zugelassener Piratenanwalt und das ist gut. Eins nach dem anderen. Da muss irgendwo ein Hebel sein, um mich aus diesem sich schnell überhitzenden Sarg zu befreien. Moment. Der Kerl klingt auf jeden Fall richtig böse. Wer sagt uns, dass er das nicht ist? Sei doch nicht so voreingenommen, Valentine. Seine Stimme sagt doch nichts über seine Persönlichkeit aus. Ja, Mann. Das ist stark stimmistisch. Okay, okay. Was will er? Das wollte ich gerade erklären, bevor du hier so eine Riesenwelle gemacht hast.
Hör zu. Ich hatte in meinem Leben schon so viele Probleme mit Menschen, die dachten, ich sei böse, dass ich ein Zertifikat der Nicht-Boshaftigkeit von Königin Arschgaul persönlich bekommen habe. Es liegt in meiner Höhle. Damit kannst du meinen Namen vielleicht reinwaschen. Oh, du hast den Hebel benutzen. Alles klar, holen wir diesen total vielleicht nicht bösen Typen da raus. Wie schaut er aus? Was soll das? Nein, nicht! Wer bist du? Ich will nicht! Phil! 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 Du bist auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Ein Hebel, der wie ein Entriegelung... Aber nicht Phil. Ich mach dich fertig! Also gut, der Kerl behauptet, ein Zertifikat der Nicht-Boshaftigkeit von Arschgaul in seiner Höhle zu haben, richtig? Oh, hey, du hast dir etwas ganze 17 Sekunden lang gemerkt. Ich staune über dein tolles Gehirn. Danke, solltest du auch. Dann müssen wir wohl den Weg finden, was? Ganz genau, Trottel. Findet den Weg. Hier drüben. Warte mal. Okay, einfach hier drüben. Ich komme, Korallendinger. Mein Zauber, wo ich nicht genau weiß, was er macht. Ist er gerade daneben gegangen? Wow. Einfach wow. Jesus. Es gibt kein Stuff in diesem Spiel, Mädel. Oh. Erinnert mich nicht an Fallout, sonst Putzpilz gefällt euch nieder. Ich weiß nicht, ob der Zauber was kann. Waren meine Fangzähne nicht scharf genug? Nein, sie waren es nicht. Du warst nicht gut genug. Die Karte zeigt nur, wo die Stadt hier ist. Dann solltet ihr einen Einheimischen fragen, was? Verstehe. Einheimische fragen. Hallo, Val. Schaust gut aus. Ah, weg hier. Der Piratentyp da sieht aus wie ein Einheimischer. Vielleicht hilft er uns. Ja, aber wir müssen uns entsprechend verhalten. Also piratisch. Ich sag einfach Okay, jetzt aber. Schmeckt so kalt. Zauber. Du bist nicht Gold wert. Was willst du? Deinem Aussehen nach bist du kein Pirat. Oh, ich bin definitiv ein Pirat. Ahoi! Siehst du? Das war echt filmreif. Oh, du bist also ein Pirat, ja? Du musst es auch beweisen. Wie willst du das machen? Wo ist Phils Höhle? Ich werde sie plündern. Eine tolle Idee. Ich liebe das Plündern. Dieser Weg führt zu Phils Höhle. Du brauchst aber Glück, um hineinzugelangen. Oh, und ein paar andere Seebären sind ebenfalls dorthin aufgebrochen, um sie zu plündern. Du hast also Konkurrenz. Sag mir den Weg einfach. Wir haben eine Gedichtseite gefunden. Warum kann er darauf hupfen? Ich will auch darauf hupfen können. Lass mich hier rauf. Ja, komm schon. Eine Kanone drüben. Ja. Die extra Wege wollen sie, dass ich gehe. Ach, Mist. Ach, komm schon. Medusas. Doi! Dieser Zauber ist für nichts. Nichts. Oh,
wenn man das getan hat. Für die Kabale! Für die was? Ach, meine Linie. Entwunden. Okay, was tust du, Zauber? Er explodiert einfach um euch herum. Ah, schau. Es gibt doch Stealth-Angriffe. Nicht fertig gerettet. Kann ich ruhen. Sie brechen den Weg des Lebegemächts dieser Schuppen für etwas Größeres. Ich werde meine Fangzähne in dich schlagen. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Ah, der wirkt schon besser, der Zauber. Explodiert, wenn dann mal gescheit. Oh, das war Pilzgefettes Explosion, die gescheit geht. Pilzgefettes Putz, die gescheit. Pilzgefettes Putz, die gescheit. Fuck. Goddammit. Verdammt. Oh, das war Pilzgefettes Putz, der gescheit explodiert ist. Was sagt die Karte? Das sagt mysteriöse Loot. Und Explosionen. Aber er hat nur keine Reichweite. Okay, Team, erledigt das. Ja, Doppel-Explosion. Das Ding hin. Wo ist es hin? Hier ist es. Stummkirk hat ausgetauscht. So. Machen wir es so. Dann fahren wir das ganz ruhig wieder. Zero-Musik. Sie kommt zurück, die Musik. Ich verstehe nicht. Okay. Ich renne schon ein bisschen verwirrt herum. Alles klar, Alter. Warum bist du hier und der Pfeil sagt, dass ich hier rüber muss? Confucius me. Wow, nicht runterhopfen. Gehen wir uns das Ding da drüben holen. Ah ja. Open the door, please. Du brauchst schon lange. Das hätte ich doch mit meinen Fäusten auch aufmachen können. Die 9,5 Höllen sind der Ursprung des Bleis. Schwarzpulver gemahlen aus Bemhamuts Galle. Mochtet ihr das Gedicht? Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Sollen die sich auch mal reimen? Ein goldener Würfel, oder? Eine Kiste, okay. Mit blauer Loot. Warum nicht? Wirklich, die kleine Pistole soll besser sein als meine. Wir probieren sie, warum nicht? Noch eine Pistole. Ein weiterer Zauber. Was haben wir hier? Hey, den mag ich. Defensiv-Zauber-Block-Ding. Was sagt mein Inventar?
fast voll. Eigentlich kann ich hier zurückrennen und verkaufen mal. Episode vorbei.